Das ist ein Big Stick, das ist ja selber, das ist ja komplett gut. Bitte, ich hab's schon gehört. Ja, der Veranstalter ist nicht mehr weiter geneigt, dass sie sich früher weiter aufhalten. Ja. Ja, es tut mir leid. Ich muss jetzt gucken, das Gelände zu verlassen. Ja, das ist zu mir wirklich leid, was soll ich sagen? Mir ist das total scheißegal. Aber theoretisch kann ich ja frei noch bewegen, natürlich ihr Haus, wenn sie sind jetzt, die hier auch. Aber da brauchen Sie noch zwei Polizisten für. Ich nicht, also, die habe ich nicht gerufen. Ich glaube, ich kann ganz normal mit Ihnen sprechen. Ja, also. Sowieso. Was ist denn das Problem vom Veranstalter? Sie sind wieder auf einer Bühne gesprungen und das Publikum. Wer ist denn der Veranstalter? Der lustige Bärtige oder welcher von denen? Ja, wer ist denn der Veranstalter? Der Veranstalter ist der Hobbytag und der Produktionsleiter sind extra eine Körner. Ja, moin, Tag. Aber wer ist denn der Veranstalter? Wer hat denn alles gesagt? Ich habe das gesagt. Du hast das Produktionsleiter. Ja, okay. Und warum? Weil wir heute eine Kontrolle hatten, wo es nochmal darum ging, dass niemand ins Publikum gehen darf. Okay. Und wenn natürlich dann 10 Minuten später ein Künstler ins Publikum geht, also noch dazu jemand, der nicht angemeldet ist, dann gefährdet das einfach die Produktion. Welche weiß, Produktion gefährdet das denn? Naja, unsere weitere Produktion. Ja, zwei Shows. Ja, das sind ja, immer noch zwei Shows. Aber du weißt doch auch, wie viel Geld wir in letzter Zeit verdienen haben. Ja, so, und also, die zwei Shows sollen gerne stattfinden. Ja, die finden ja wohl auch statt. Ja, das ist halt aber das Problem, wenn man gerade das hat. Ja, aber es läuft ja auch mal. Sag mir bitte, dass du es irgendwie jetzt einfach sagst, weil du es sagen musst. Aber nicht, weil es wirklich deine Meinung ist. Doch, ist meine Meinung. Das ist deine Meinung? Ja, das ist meine Meinung. Okay, alles das klar. Das funktioniert so nicht. Was funktioniert denn so nicht? Dass man ins Publikum geht, wenn es die Ansage gibt. Das geht nicht. Wir haben hier irgendwie... Wir sind am Montag, haben wir doch genau dasselbe gemacht. Ich auch ins Publikum gehabt. Was ist denn der Unterschied zwischen Montag, wenn wir hier auftreten, und zwischen heute, wenn ich ins Publikum gehe? Naja, zum Beispiel, dass es vorher eine Ansage an die Produktion gab, dass das nicht geht. Aber ich habe doch Montag vor 2 Wochen habe ich doch genau ins Publikum gegangen. Ja, das stimmt. Ja, gut. Na, da gab es vorher auch schon eine Ansage. Da war es kein Problem oder was? Doch, da war es auch ein Problem. Was ist denn daran das Problem? Was ist genau das Problem? Das ist unser Hygienekonzept nicht. Das Hygienekonzept. Also glaubst du wirklich, dass ich in irgendeiner Art und Weise Corona verbreiten würde, wenn ich ins Publikum gehe und mit den Leuten auf 1,5 Meter 0,3 Sekunden rede? Das glaubst du? Ernsthaft? Glaubst du das ernsthaft? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin, aber meine Aufgabe ist... Ich kann das beurteilen. Kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Ja, aber meine Aufgabe ist, das Hygienekonzept umzusetzen und nicht zu beurteilen, ob das eine Gefährdung ist. Ja, aber das ist doch. Aber du hast doch selber als Veranstalter genug Stress jetzt in letzter Zeit gehabt. Genau, und deshalb brauche ich sowas nicht extra machen. Ja, okay, aber es ist doch, du weißt doch selber, dass da jetzt dann nichts irgendwie in der Zeit passieren kann. Meine Aufgabe ist es, die Produktion und das weiterführende Produktion durchzusetzen. Was ist denn, wie heißt denn nochmal eure Produktionsfirma? Hockeypark. Ihr seid der Hockeypark. Ich bin nicht der Hockeypark, aber Hockeypark ist der Veranstalter. Hockeypark ist der Veranstalter? Also, du willst mich jetzt wirklich verarschen. Als Hockeypark? Wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Wir sind auch diejenigen, die euch den Arsch mehr oder weniger retten, indem wir hier auftreten, das Ganze drumherum. Und jetzt machst du hier so eine scharfe Ansage. Ich bin nicht der Hockeypark? Ja, ach, jetzt bist du nicht mehr der Hockeypark. Nein, dass du ein Hockeypark nicht bist, sehe ich, weil da sind das 2 Tore irgendwo. Dass du nicht der Hockeypark bist, ist mir schon klar. Aber du willst nach 20 Auftritten und sowas, willst du hier einen scharfen und harten Heu machen, jetzt 2 Tage vor Abriss? Ja. Weil das meine Produktion gehört. Ja, wir saßen vorher alle und euer Team. Ist doch total egal. Wir zu den Zuschauern wollen, weil noch. Ich möchte von meinem Hausrecht Gebrauch machen. Ich möchte erstmal, dass du überhaupt froh bist, dass Leute wie wir hier überhaupt auftreten. Ja, bin ich. Ja, bist du. Anscheinend nicht. Aber im gesetzten Rahmen. Anscheinend ja nicht. Im gesetzten Rahmen, was ist denn der gesetzte Rahmen? Jedenfalls noch der Hockeypark. Ich gehe jedes Mal bei jedem Auftritt ins Publikum. Jedes Mal. Aber heute jedes ist gar keine Olli Pocher Show. Ja, aber es war trotzdem gut, weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Wollen wir das jetzt weiterführen? Ja, können wir gerne. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Pocher jetzt das Gelände verlässt. Nee. Und möchte ich gerne sehen. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja, das machen wir. Möchte ich gerne sehen. Herr Pocher hat momentan das Hausrecht damit. Da ist der Ausgang. Nein, ich bleib hier einfach jetzt erstmal kurz stehen. Dann du willst jetzt nicht ernsthaft. Du willst mich jetzt ernsthaft nicht vom Hockeypark hier rausführen. Der Herr hat das Hausrecht. Der Herr hat das Hausrecht. Der hat das Ausrechnen. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafen machen, oder was? Wir machen unsere Arbeit. Ja, ich weiß. Pass auf, dann kümmere dich doch um Leute, die wirklich was machen. Keine Angst. Ich werde aus harten Heulen gehen und die Leute in harten Heulen waren sowieso nicht verdient. Aber das ist echt geil. Aber ihr willst mich jetzt nicht ernsthaft gewaltmäßig heraustragen? Nein, wir werden sie begleiten, aber genau. Sie werden mich begleiten, aber sie wehren sich bitte nicht. Herr Pocher, bitte. Ich habe jetzt...
Okay. Ist ganz entspannt. Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Du bleibst jetzt einfach mal entspannt. Okay? Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Ich gehe sofort, ich gehe ganz normal. Du fängst, ja, hier, nicht an mit, du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade. Doch, er hält mich hier fest. Lass mich los. Lass mich los. Lassen Sie da los, bitte. Ja, lass, mich los. Da lang, lass mich los. Lass mich los. Ich gehe. Aber lass mich los. Einfach ganz entspannt sein. Lass ihn einfach, er will doch jetzt gehen. Lass ihn einfach in Ruhe. Ja. Hat er Gewalt angewendet? Habe ich irgendwas gemacht? Das ist das Asozialste, was es gibt. Das ist das Asozialste, was es gibt. Ich habe nichts gemacht. Oder ohne Uniform würden die sowas nie machen. Die können keine Reihen. Du hast sie mehrfach aufgefordert. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Horror, Sie wollten was gehen, ich denn lassen gemacht? Sie los und Sie gehen. Was ist denn jetzt machen Sie das doch. Ganz kurz, ich gehe auch irgendwie, aber ich lasse mich doch nicht von euch so anpacken, als wenn ich hier irgendeiner wäre, der irgendwas geklaut hätte oder irgendwas Sie gemacht hat. Sie wissen doch, wie das läuft. Entweder wir ich sagen, weiß Sie nicht, mit. Wie es läuft. Sie ich sagen, weiß wir nicht, mit. Wie es läuft. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ja. Aber so läuft es auf jeden Fall nicht. Okay. Ich lasse mir doch hier nicht von irgendwie Hockeypark laufen oder sowas machen. Ja, ich komme sofort mit, aber du packst mich erstmal nicht so an. So fängt es schon mal an. Okay? Ich habe in gewisser Form ja auch ein gewisses Recht irgendwie, mich normal zu bewegen. Ich hätte mich ganz normal verabschiedet, dann haue ich ganz normal ab. Okay? Und ihr braucht jetzt nicht einen Scharfen machen hier auf einmal. Alles klar? Nee, ist nicht alles klar. Gut, dann kommen Sie jetzt bitte. Ist nicht alles klar und du fässt mich nicht an. Du fässt mich nicht an. Ganz normal. Ganz normal. Ihr fasst mich nicht an. Ich lasse mich von euch einfach nicht anfassen, okay? Ich bin ganz normal. Ich bin ganz normaler Typ. Der Steuern zahlt, der hier aufgetreten ist, hat der gespielt hat, das ist ganz normal. Ja, aber du lässt doch dich hier nicht vom Karren spannen, von irgendjemandem, der hier vom Hockeyparken schaffen. Ich mach meinen Job. Nee, aber das ist. Aber du musst doch den Typen auslachen und dann ist doch okay. Er hat das Hausrecht. Und damit sind wir. Er hat das Haus. Ja, Alter, wir sehen hier. Wo ist es denn? Das Grundstück verlassen. Ich will das. Wo ist denn dein Hausrecht? Ich habe für den Kollegen habe ich noch irgendwie Geld eingespielt und das Ganze so also von der Seite. Ist aber egal. Ich weiß, dass euch einiges egal ist. Danke. Euch ist einiges egal, das ist ja das Problem. Nur ihr müsst mal verstehen, wen ihr wann und wie wegschafft. Ja? Macht euren Job da irgendwie, wo es wirklich drauf ankommt. Und da gibt es genug Sachen hier in Schleswig-Holstein und überall, an die euch ihr wirklich machen könnt. Aber ihr müsst mich nicht an mir vergreifen, okay? Ich habe euch nichts getan. Doch, hast du gerade gemacht. Doch, da kann man sich auch theoretisch mal für entschuldigen, okay? Ich habe euch nichts getan. Ich bin komplett Team Polizei, wenn es drauf ankommt. Dann jetzt bitte auch. Wir fassen Sie nicht an, dafür gehen Sie jetzt bitte. Entschuldige ich bitte. Entschuldige ich dafür, dass du eben gerade so gezogen hast. Machst du nicht, ne? Entschuldige ich bitte dafür, dann ist alles in Ordnung. Mach's. Mach's bitte. Machst du nicht. Kommen Sie jetzt bitte mit. Machst du nicht. Ich würde es. Was? Weil du gerade meine Arme mir komplett anpackst und hier auf Polizeigriffmodus bist, irgendwie für was total lächerlich ist. Sie sagen, lass mich los und dann komme ich mit. So, jetzt haben Sie hier 5 Minuten eine Show gedreht. Nee, ich habe sogar 10 Minuten gemacht, ja, irgendwie und sowas dann halt. Sind Sie durch? Du brauchst. Nee, lass mir von dir einfach nicht sagen. Okay? Du brauchst jetzt nicht irgendwie anfangen. Ist doch, gib uns, lass uns die Hand geben, ihr seid doch einfach. Ihr seid können doch. Wir, können wir gerne machen. Wir haben doch ganz andere Probleme. Okay? Geh nach Hamburg, mach einen Scharfen bei Clankriminalität oder bei Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja? Klär Morde auf. Klärt mal mit euren rechtsradikalen Chats, was in der Polizei gerade läuft. Klärt ganz viele andere Sachen. Aber fangt nicht an, jemand, der ganz normal hier ist und einfach ganz normal geht, so einen Scharfen zu machen. Okay? Haben wir uns verstanden? Ich glaube, dass Sie gerade mit dem Falschen da reden. Mit wem rede ich denn? Wieso? Du bist doch von der Polizei. Ja, aber da mache ich mich, wo irgendwie die Leute. Ja, aber bevor du hier einen harten Holm schaffen machst, irgendwie fahr nach Hamburg und bekämpfe da irgendwie Clankriminalität oder irgendwas anderes. Ja, das ist ja das Schlimme. Und du willst mich hier mit einem Polizeigriff abführen, als wenn ich sonst was gemacht habe. Okay? Ich bin Comedian, ich habe eine Show gemacht, ich bin einmal rübergelaufen und das war's. Das kann ich ja auch verstehen. Okay? Wenn der Herr sagt, ihr möchtet sein Haus durchsetzen und braucht die Polizei dafür. Ey, der Herr hat einfach sonst was irgendwie. Nochmal, ich habe für den Typen irgendwie, ich bezahle seinen Job mit und Pietro auch, weil wir hier auftreten, weil wir nach Hartenholm kommen, weil wir eine Show machen, weil wir irgendwas machen wollen. In 2 Tagen ist der Bums abgebaut. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, ich aber sei dreimal drum gebeten. Sei doch einfach normal. Herr Popper, ja, kommen Sie bitte mit. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Das ist doch bescheuert, jetzt über, vor der Kamera hier jetzt so ein. Ich kann das auch, ich mache das auch off-camera, da habe ich gar kein Problem mit. Weil ich finde, das, was ihr macht, ist grundsätzlich eine richtige Veranstaltung, aber an der richtigen Stelle. Und deswegen habt ihr so einen miserablen Ruf, weil ihr es teilweise an der falschen Stelle macht. Ich weiß, geht ja mal Arsch vorbei. Meine Entscheidung. Ich soll jetzt nur Sie hier runter begleiten und ich würde Sie jetzt entschuldigen. Entschuldige einfach. Dann entschuldigen wir uns beide. Ja, gar kein Problem. Wofür soll ich mich entschuldigen? Sag ganz kurz, wofür ich mich entschuldigen soll. Dass Sie hier gerade
mich hier vor der Kamera und meinen Kollegen und dann sagen sie, ich lass los, machen es doch nicht. Und aber ihr habt doch angefangen. Ja, aber ganz kurz, kausaler Zusammenhang. Machen wir sofort, wenn sie jetzt mit uns das Gelände verlassen, okay? Das können wir auch jetzt machen. Nee, Lass uns klären. Das machen wir erst, damit es jetzt. Genau. Das ist doch schon. Wir sind doch zum Diskutieren. Wir sind jetzt ins offene Gespräch. Gespräch ist normalerweise, dass der andere auch was sagt. Ja. Aber du willst doch. Aber guck mal, in deinem Job willst du doch wirklich Leute irgendwie, die wirklich was getan haben und nicht sowas. Natürlich nicht, deshalb finden wir es ja auch gerade albern, hier zu diskutieren. Ja, aber müssen wir ja gerade. Wir haben eigentlich nur gehofft, dass sie, genau, weil wir das Hausrecht durchsetzen. Das Haus, aber guck mal, wo sind wir denn? Wo sind die Security dürfen das nicht. Ach so, die dürfen das nicht. Ja. Na gut, ich kann ja da vorne runterfahren, laufe hier einmal rum, stehe hier wieder im Moor. Was machen wir denn da? Komm. Nee, mach. Komm, mach. Ich gehe, aber ganz normal. Okay. Entschuldige dich, dann ist alles gut. Ja, einfach, dass du irgendwie eben gerade hier so armmäßig ein bisschen ausgerastet bist. Ich gebe dir die Chance. Guck mal, ich reiche dir die Hand. Aber ich gebe ihm jetzt auch mal eine Chance. Nämlich, was passiert denn dann? Ja, was willst du machen? Willst du mich hier rausschleifen dann irgendwie? Ja, ist das wirklich dein Ding? Ja, würdest du machen. Das ist ja nicht anders. Würdest du machen, wenn du es auch gepackst? Würdest du nicht auf? Wir hören ja nicht auf. Nein, ich höre auch nicht auf, weil ich auch ein gewisses Recht habe. Ich habe ein gewisses Recht auf, irgendwie auch Sachen zu sagen. Müssen wir sie jetzt über den Parkplatz ziehen? Nee, musst du nicht. Indem du einfach sagst, er ist ein Spinner und das war's. Nein, irgendwie. Ich mache ihn nicht. Ja, siehst du? Ihr steht auf der falschen Seite. Das ist leider öfter euer Problem. Ich habe sie ja rausgerechnet. Auf jeden Fall. Durchsetzen wollen, machen wir das auch für Sie. Alles Gute. Ja, macht Pietro gleich. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Toi, toi, toi. Hakenholm, bleibt stabil. Zum nächsten Werner-Rennen bin ich da. Was ist morgen für eine Veranstaltung, dass ich nochmal wiederkommen kann? Habe ich jetzt grundsätzlich immer Verbot? Habe ich Hakenholm-Verbot oder nicht? Das ist für mich die einzige Frage. Ich könnte hier ganz kurz Mark Terenzi reinlassen. Dann ist Christoph Alke. Der darf rein, er hat hier auf der Bühne gespielt. Also, alles Gute. Ich muss mit euch hier. Ich bin hier bleiben. Alles entspannt. Das war's. Und danach bin ich gegangen. Ganz normal, alleine zum Auto und abgefahren. Ich wäre so oder so gefahren. Man hätte es anders regeln können. Deeskalierend. Ich habe den Polizisten mehrfach die Hand gereicht, weil ich wollte eigentlich auch ein versöhnliches Ende für alle haben und das nicht so stehen lassen. Aber ich fand die Situation, also ich hätte mich auch entschuldigt, aber ich weiß nicht für was. Das Schlimmste, was ich gesagt habe, war, als Dorfpolizist hier jetzt einen Schafen machen, das ist das Maximale, ist aber wirklich komplett hinnehmbar. Und wir reden von einer Ordnungswidrigkeit. Und es geht darum, nicht sich gegen Corona-Regeln drüber hinwegzusetzen oder irgendwas anderes, aber es geht einfach um die Durchsetzung. Und man kann nicht da einfach hingehen, Leuten den Arm umdrehen, sie da irgendwie gewaltsam rausführen, weil einfach jemand noch nicht mal wirklich begründet irgendwas sagen kann. Wir haben doch wirklich andere Sorgen und Probleme, über die wir uns dahinstellen können. Und das ist ja das, was ich sage. Es gibt so viele Geschichten. Clan-Kriminalität ist eines der Punkte. Wenn die sich ausleben wollen, da können die da in jede zweite Shisha-Bar gehen und mal richtig eine Ansage machen. Da haben die richtig Spaß. Da bin ich komplett dafür. Und bei ganz vielen anderen Leuten, oder auch wenn so ein Flair kontrolliert wird, gar keinen Führerschein hat und danach irgendwie von der Polizei eine Ansage bekommt irgendwie, wunderbar, ich bin sofort dabei, auch wenn irgendwelche Gesetze gebrochen werden. Ich bin dankbar, dass es die Polizei gibt. Aber manchmal ist einfach too much. Das war's. Und damit ist die Sache jetzt aber auch erledigt. Wie ich gesagt habe, Hakenholm bleibt stabil. Ich weiß gar nicht, ob ich Hakenholm-Verbot habe oder nicht. Wir werden früher oder später da irgendwann wieder auftreten. Und vergesst einfach Capital Bra und die ganzen anderen irgendwie. Der wahre Gangster-Rapper bin einfach ich. Ich habe es geschafft, wirklich auf dem Dorf in Schleswig-Holstein von der Polizei abgeführt zu werden. Das muss man erstmal schaffen. Das bleibt. In diesem Sinne, bleibt auch ihr stabil. Wir sehen uns schon demnächst hier wieder. Und ich glaube, die Bratpfanne des Monats, bin gespannt, wo die diesen Monat hingeht.